Produzierende Unternehmen werden mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert. Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie Ihr Unternehmensnetzwerk effizienter gestaltet werden kann? Wie sich Ihre Auftragsabwicklung vereinfachen lässt? Wie Ihre logistischen Planungsprozesse optimiert werden können? Und welche Informationstechnologien Sie dazu benötigen? Vor diesen Herausforderungen stehen trotz modernster Technologien zahlreiche Unternehmen. Im RWTH Aachen Campus Cluster Logistik arbeiten deshalb Forschungsinstitute, Produktions- und Dienstleistungsunternehmen, Softwarehäuser und Verbände gemeinsam an innovativen Lösungen. Das RWTH Aachen Campus Cluster Logistik hat einen Demonstrator entwickelt, der die praxisnahe Erforschung und Umsetzung der entwickelten Lösungen vorstellt. Der Logistikdemonstrator zeigt am Beispiel der Produktion von USB-Sticks innovative Möglichkeiten zur Steigerung der Logistikleistung auf. Der Logistikdemonstrator bildet eine durchgängige Lieferkette aus drei Unternehmen ab: einem Lieferanten, einem Produzenten und einem Händler. Stellen wir uns vor, Unternehmen könnten papierlos und ohne Verzögerung Informationen austauschen. Anders als bei herkömmlichen Abläufen findet der Datenaustausch im Logistikdemonstrator tatsächlich völlig automatisch statt. Schauen wir uns jetzt die Auftragsabwicklung einmal genauer an. Eine Kundin beauftragt im Webshop des Händlers einen individuell gestalteten USB-Stick. Ihr Name soll auf den Stick graviert werden und zwei ausgewählte Dateien sollen aufgespielt werden. Nach der Bestellerfassung wird automatisch ein Auftrag erzeugt, der alle Wünsche der Kundin enthält. Sofort wird eine elektronische Anfrage an den Produzenten geschickt. Dieser bestätigt die Anfrage ebenfalls elektronisch. Sobald die Produktion freie Kapazitäten hat, beginnt die Fertigung und eine Statusmeldung wird an den Händler geschickt. Wird der Meldebestand der USB-Stick-Rohlinge unterschritten, so löst das ERP-System des Produzenten automatisch eine Bestellung von neuen Rohlingen beim Lieferanten aus. Der Lieferant stellt sofort die gewünschte Bestellung zusammen und lagert sie aus. Die Ware wird an den Produzenten verschickt und dort eingescannt. Und ein elektronischer Lieferschein wird automatisch an den Produzenten übermittelt. Schauen wir uns jetzt den Leitstand des Logistikdemonstrators an. Hier können sämtliche Schritte der Auftragsabwicklung nachvollzogen werden. Alle zur Auftragsabwicklung erforderlichen Informationen werden direkt zwischen den verschiedenen IT-Systemen der beteiligten Unternehmen ausgetauscht. Ermöglicht wird dies durch standardisierte Schnittstellen für den elektronischen Datenaustausch, kurz EDI. Inzwischen ist die Produktion des USB-Sticks abgeschlossen. Der USB-Stick wird verpackt, mit einem elektronisch auslesbaren Etikett, genannt RFID-Tag, versehen und zum Händler geschickt. Dort wird die Ware mittels Sprachsteuerung in das intelligente Regal eingelagert. Das Regal erkennt mittels RFID-Antennen direkt, wenn die Ware richtig eingelagert wurde. Die Kundin wird benachrichtigt, dass ihr persönlicher USB-Stick abholbereit beim Händler liegt. Sie konnte jeden Schritt der papierlosen Auftragsabwicklung ohne Zeitverzug mitverfolgen. Wussten Sie, dass die Ideen zu logistischen Kooperationskonzepten und papierlosen Datenaustausch bereits seit vielen Jahren existieren? Mit dem Logistikdemonstrator ist es nun erstmals gelungen, diese Ideen real umzusetzen und praxisnah zu erforschen. Im RWTH Aachen Campus Cluster Logistik arbeiten Forschungsinstitute, Softwarehäuser, Produktions- und Dienstleistungsunternehmen intensiv zusammen an innovativen Lösungen.
Profitieren auch Sie von unserem starken Netzwerk? Und werden Sie Teil des RWTH Aachen Campus Cluster Logistik?